Guten Morgen, Herr Schäfer, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Erstmal, Entschuldigung, dass die Folge ein bisschen später kommt, denn ich habe heute tatsächlich Samstag, 14:43 Uhr, heißt, ich nehme die Folge am selben Tag auf, an dem sie erscheint. Mir ist tatsächlich erst heute um 1 Uhr morgens aufgefallen, dass ich für heute kein Video habe und ja, ich wollte jetzt aber nicht um 1 Uhr morgens was aufnehmen. Und deswegen ein bisschen später, aber hey. Besser als gar nicht. So. Schönen Samstag an alle, die das jetzt noch sehen. Aber, heißt natürlich auch, wir haben neue Autobahnfahrzeuge. Und zwar erstmal ein V8 Vantage. Nee, nicht V8 Vantage. Eigentlich schon, weil es ist der V8. Und McLaren 650 S beider. Und zu dem Wagen möchte ich mich erstmal kurz beschweren. Zum McLaren. Denn es ist im Prinzip das eingetreten, was ich ja prophezeit habe. Was auch gar nicht so schwer war. Weil, naja. Es war abzusehen. Seien wir mal ehrlich, es war abzusehen. Wir blicken auf einen Wagen, den wir eigentlich schon so im Spiel haben. Die Unterschiede sind das Dach und 40 Kilo Mehrgewicht in etwa. Wir können das Dach runter machen im Forza Vista Modus. Ist okay. So wie es eigentlich echt zu erwarten war. Und wenn der Wagen dann hier so steht, mit offen eben. Dann sieht er auch ganz geil aus, muss ich sagen. Aber, sobald wir da rausgehen, aus dem Forza Vista Modus, ist er wieder zu. Jetzt hatte ich kurz Hoffnung, weil hier Bodykit-Voreinstellung 1 steht, dass man vielleicht das Dach runternehmen kann. Aber, wenn wir jetzt hier gucken, was wir für ein Bodykit haben, dann ist das Liberty Walk Kit. Heißt, für mich, sie haben im Prinzip einfach nur das Model vom 650S genommen und haben das Dach ein bisschen abgeändert. Ich glaube nicht mal, dass sie den Wagen eingescannt haben. Die haben einfach nur das Dach geändert. Und zwar manuell. Und das finde ich, ist echt eine Frechheit. Sollte bestraft werden. Mord. Nein, natürlich nicht. Aber gut. Immerhin haben wir auch einen Wagen reinbekommen, der ganz geil ist. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, der kostet ganz schön viel. 470.000. Deswegen werde ich einfach mal den nehmen, den ich mir schon abgeholt habe. Beziehungsweise mit dem ich auch schon Wissenschaft betrieben habe. Ich habe hier mal einen Offroad-Aufbau drauf geklatscht, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ja. Aston Martin Vantage. Wir haben hier die V8-Version. V12-Version gibt es aktuell, glaube ich, noch gar nicht auf dem Markt. Wird aber den Motor aus dem DB11 haben, gehe ich mal davon aus. Was auch, nebenbei bemerkt, ein möglicher Motorswap ist. Du kannst hier, das ist der 5,2 Liter V12 Twin Turbo, das ist der aus dem DB11. Also eigentlich kannst du, wenn du willst, hier die V12-Variante draus bauen. Mach ich jetzt nicht. Weil das einfach relativ wenig Sinn macht. Was ich ein bisschen schade finde, wenn man zu den Lackierungen geht, zu den Herstellerlackierungen, dass die Farbe, mit der Wagen beworben wurde, also dieses Neongrün, was auch, wenn ich richtig liege, hier einer der ersten Vorschläge sein müsste, genau, die ist halt leider nicht verfügbar. Finde ich ein bisschen schade. Aber deswegen werde ich mir jetzt den neue Design-Editor vornehmen und schauen, dass ich mir selber so ein Neongrün vielleicht irgendwie zusammenmix. Hätte ja was, wenn ich das irgendwie hinbekomme. So. Och, wobei, das passt eigentlich hier, ne? Komm, bevor ich da jetzt groß rumexperimentiere, lasse ich das einfach mal so. So. Dann geht es also auch schon los quasi mit der ersten Testfahrt dieses wunderschönen Fahrzeugs. Ich werde jetzt. Mein Handy vibriert. Ich werde jetzt erst einmal den Wagen quasi so fahren. Ja, doch, das ist ein guter Ton. Werde den Wagen jetzt erstmal eben Stock fahren und werde ihn danach aufbauen. Und aus diesem Grund würde ich sagen, wir fahren einfach mal hier runter. Hier rüber, nicht runter. Scharf rechts abbiegen. Des Weiteren auch nur noch 3 Wochen, dann erscheint schon Fortune Island. Und da kann man echt mal, ja, okay, eigentlich so, ja, 3,5 Wochen, 2,5 Wochen, ich weiß es gerade Kreisverkehr, nicht genau. zweite Ausfahrt nehmen. Da kann man schon mal gespannt sein, In was da 100 jetzt Metern scharf genau rechts passiert. abbiegen. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann noch richtiges Footage 200 davon. Metern links abbiegen. Weil bisher wurde ja nur gesagt, es ist das Krasseste und das Größte Links und das abbiegen. Extremste, was wir je hatten. Und ich denke mir einfach nur, ja, okay, warten wir mal ab. Das habt ihr über Hot Wheels auch gesagt.
Ich freue mich drauf. Könnte gut werden. Könnte aber genauso gut auch schief gehen. Wenn es halt wirklich eine Expansion ist, wo sie nur auf die Drifter eingehen, was ich aktuell halt echt glaube, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. So, was man auf jeden Fall sagen kann, hier unter der Haube ist ein AMG-Fabrikat. Wird, glaube ich, auch im AMG GTS verwendet. Beziehungsweise dann eben im AMG GT generell. Und ich muss ehrlich sagen, der Innenraum gefällt mir nicht wirklich. Es ist für mich eigentlich ähnlich wie der McLaren 27S von gestern. Ist halt leer irgendwie. Bisschen schade. Was mir auch nicht gefällt, so dieses, was die älteren Aston Martins hatten. Was heißt älter? Ich glaube, eigentlich bis vor dem alle. Die hatten den Drehzahlmesser ja falsch rum. Fand ich eigentlich ganz geil immer, weil das halt Aston Martin war. Und hat der hier jetzt leider nicht mehr. Schade. Aber gut, machst du nix. So, nee, wir fahren schon das Sprintrennen. Und zwar fahren wir die Super GT. Ja, doch, fahren wir die Super GT Meisterschaft. Nein, falsch. Na. Oh. So. Die Scheinwerfer sind ein bisschen klein bei dem Wagen, finde ich, aber ansonsten sieht er einfach genial aus. Der ist wirklich ein gelungenes Facelift. Du erkennst einwandfrei, es ist ein Aston Martin, aber du erkennst auch, okay, der ist anders. Finde ich sehr geil. Generell optisch ist Aston Martin einfach echt brutal. Also auch der DBS, der neue, oder die gerade der Vanquish ist so ein schönes Auto, finde ich. Ich hoffe auch ehrlich, dass Aston Martin da noch lange, lange Zeit bestehen bleibt. Ich glaube, die sind aktuell noch unabhängig, oder die gehören zu keinem Konzern. Oder? Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gerade ehrlich nicht. Keine Ahnung. Es könnte alles sein. Auf jeden Fall, aber muss ich sagen, er fährt sich geil. Fährt sich wirklich geil. Und was ich halt jetzt auch mal positiv erwähnen muss bei dem neuen Design-Editor von Forza, haben wir jetzt gerade eigentlich was gemacht mit dem neuen Editor eben, was früher nicht so schnell möglich gewesen wäre. Was ich jetzt aber echt sehr, sehr geil finde. Und zwar habe ich halt einfach gesagt, okay, ich möchte eigentlich nur die Grundfarbe ändern. Die Akzente alle möchte ich noch beibehalten. Und dann haben wir halt einfach, habe ich halt einfach gesagt, okay, die Akzente bleiben in der Originalfarbe, aber die Grundfarbe ändere ich halt auf dieses Grün, Gelb-Grün-Neon-Mischmasch, was ich gerne hätte. Und es hat einwandfrei funktioniert, sieht auch geil aus, finde ich. Finde ich super. Finde ich echt schön. Ich dachte halt am Anfang, dass es nur mit Felgen möglich ist. Dass es auch wirklich mit den Autos funktioniert. Wusste ich nicht. Wusste ich ehrlich nicht. Auf jeden Fall kann man aber sagen, fährt sich geil. Also ich glaube, was haben wir drauf? Wir könnten Sportreifen sein. Ich würde, ja okay, kommt drauf an, was ich noch an der Leistung mache. Wir haben ungefähr 500 PS aktuell unterm Arsch, mit denen er auch super klarkommt. Deswegen werde ich schauen, ich würde vermutlich jetzt Gewicht rausnehmen erstmal, weil ein bisschen schwer ist er dann doch noch. Ich würde auch spontan vielleicht, ja, ich würde die Reifen breiter machen eventuell.
Und mal gucken. Ne, Kompressor kann ich nicht einbauen. Schade. Das wäre halt geil gewesen. Wie viel Ladedruck haben wir? 1,2 Bar. Kann man ja auch manchmal nachschauen. Guck mal, da steht ein einzelner Baum. Wer hat den da hingestellt? Hat wahrscheinlich auch irgendein Map-Designer bei Playground Camps gesagt, ich stelle da mal noch einen Baum hin, danach habe ich Feierabend. Habe ich keinen Bock mehr. Schön. Schön, schön, schön. Croftdale Farm. Hier komme ich irgendwie auch relativ selten hin. So, da gucken wir mal. Erstmal halt, was ich ja gesagt habe, Gewicht. Wir haben 1,5 aktuell. Gehen wir mal auf 1,3 runter. Das ist gar nicht schlecht. Dann die Stabis sollten gerne einstellbar sein. Und ich hätte gerne Fahrwerk. Der liegt unfassbar hoch, der Waage. Also wenn wir mal gucken, im Driftfahrwerk, da liegt der ja am tiefsten. Oder halt, es ist schon voreingestellt. Ich kann mit dem Rennfahrwerk genauso tief legen. Liegt schon echt hoch. Ich würde echt gerne die normalen Bremsen behalten. Einfach weil mir das Rot beißt sich jetzt irgendwie. Problem ist nur, ich brauche die besseren Bremsen. Ist halt problematisch. Aber Playground Games hat ja auch schon angekündigt, auch das soll bald gebessert werden. Man soll bald die Bremsen ändern können. Also die Farbe der Bremsbeläge. Blöcke. Klötze. Ihr wisst, was ich meine. So, wir könnten auch, wenn wir wollen würden, die Reifen ein bisschen rausholen. Können wir sogar auch machen. Sieht gar nicht so doof aus. Ja, machen wir mal hinten zwei Stufen. Dann, keine Sorge, die Aero schaue ich mir auch noch gleich an. Ja, rüsten mal die Turbos auf. Warum nicht? Komm, was soll der Geiz? So, was ich ja sagen muss bei der Aero. Mach den Haken weg und ich mach's drauf. Und das sage ich in letzter Zeit echt immer öfter. Würden die den Nasenring da vorne wegmachen, den Abschlepphaken, dann würde ich das sofort drauf machen, weil es einfach auch geil aussieht. Aber so halt nicht. Und der Heckbügel, ja, der ist irgendwie beim Waschen eingegangen, habe ich das Gefühl. So, der könnte ein bisschen breiter sein. Dann würde der nämlich auch gar nicht so blöd aussehen. So, Motor habe ich ja gerade schon gezeigt. 5,2 Liter V10 aus dem Huracan. Dann 5,2 Liter V12 Twin Turbo aus dem DB11 und ein Racing V12 aus dem F50 GT. Könnte man natürlich auch noch auf Allrad gehen, aber oh, genau 100 kW drauf. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, gucken wir mal. 0 auf 100, 2,9. Ja, für einen Heckantrieb kann man das lassen auf jeden Fall. Schnelleres Getriebe vielleicht noch einen Ticken kürzer. Okay, ne. So. Also. Feineinstellung. Wie ich das im Normalfall immer mache. Was ich auf jeden Fall sagen kann, mit diesem 0815 Setup hatte ich noch nie einen Wagen, wo ich gesagt habe, der hat brutales Übersteuern. Halt minimal vielleicht, ja, kann passieren. Aber halt, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, das geht gar nicht, hatte ich noch nie. Oh, das ist vielleicht ein bisschen extrem hier. So. Ja. Das ist ja schön. Klingt auch gut. Schade, dass wir halt hier irgendwie nicht wirklich Ränder haben, die starten. Ich werde, denke ich mal, hier oben dann einfach irgendwann mal ein Sprintrennen erstellen. Aber bis dahin fahren wir einfach mal hier runter, komm. Man muss ja auch, finde ich ja auch ganz geil eigentlich, wenn man einfach mal den Wagen auf der Straße ausfährt und nicht unbedingt im Rennen. Oh ja. Oh ja. Wir haben Leistung. Auch schön, auch schön. Boah, jetzt haben wir vielleicht echt ein bisschen viel Leistung. Wobei ich glaube, das könnte ein Wagen sein, den du einfach nur kontrollieren musst. Und dann hast du gewonnen.
könnte ich mir echt vorstellen. Getriebeübersetzung, ja, passive Gänge haben wir eigentlich. 8 Stück, okay. Nehme ich mal hin. Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, wenn du die Forza Aero draufschrauben würdest und ein bisschen weniger Leistung dafür drin hast, wäre der Wagen potenziell besser. Rechts abbiegen. Aber mache ich nicht. So, gucken wir doch mal aus dem Innenraum vielleicht ein bisschen. Oh oh. Am Baum vorbei. Einwandfrei. Das war ein Reim. Oh nein. Eieiei. Also, manchmal ist er schwer zu kontrollieren. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man es beherrscht, dann könnte das einer der schnellsten Wagen in S1 sein. Bin ich mir relativ sicher. In 400 Metern links abbiegen. Da gebe ich tatsächlich relativ viel drauf. Links abbiegen. Gut, ich werde jetzt vermutlich im Rennen gleich einfach verlieren, aus Prinzip, weil das Spiel sagt, nee, fuck you, du nicht. Aber da gebe ich einfach wenig drauf. Weil wie gesagt, im Endeffekt ist es bei den Verbatar auch manchmal so, dass sie einfach, falscher Knopf, dass die Verbatare einfach ab und zu mal mehr Leistung bekommen. Kann passieren. Beziehungsweise generell bauen die Verbatare ja nur auf Leistung. Und ja, es ist halt nicht geil. Ist echt nicht geil, weil gerade im Forza, wenn du halt einen Aufbau hast mit viel Leistung und du bist auf der Geraden schneller, dann können die Toyotare auch so fahren, dass du den Kurven nicht vorbeikommst. Ein bisschen blöd. So. Ja, fahren wir mal. Rule Britannia. Rule Britannia. Ist doch auch schön. Britische Autos generell sind ja geil, muss ich sagen. Ich mag McLaren, ich liebe Aston Martin. Jaguar finde ich auch geil. Bentley, ja, naja. Bentley wäre, glaube ich, das Auto, wenn ich zu viel Geld hätte und älter bin. Dann würde ich mir sowas kaufen. Aber ja, ich glaube echt. Also wirklich, wenn ich einen komfortablen Wagen will und so viel Asche habe, würde ich mir einen Bentley kaufen. Bin ich mir relativ sicher. Oder einen Rolls Royce. Aber wenn ich jetzt einen Sportwagen will unbedingt und ich mir keine Corvette hole, aus irgendwelchen Gründen, würde ich mir, glaube ich, echt einen McLaren kaufen. Gut, man muss ganz klar sagen, McLaren ist einfach, ich glaube, doppelt so teuer wie eine Corvette. Bei ungefähr gleicher Fahrleistung. Und ich finde die Corvette auch geiler, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist McLaren halt auch in meinen Augen ein sehr, sehr geiles Auto. Oder auch da vorne hier, der Jaguar CX-75. Finde ich so einen brutalen Wagen. Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass der in Horizon 4 reinkommt mit dem Best of One Car Pack. Den bin ich in, oh Gott, wie, was war es nochmal? In irgendeinem Need for Speed war der doch drin, oder? Ich glaube, war der nicht in Rivals drin? Ich bin mir schon relativ sicher. Und dann habe ich mich halt irgendwie mal so ein bisschen mit dem Wagen beschäftigt, so. Und fand das Konzept einfach geil. Von dem Wagen. Es war halt wirklich, hat man so noch nicht gesehen. Guck mal, da hinten ist das Festival. Reicht nicht.
Schade. Hätte reichen können. Ich glaube, du würdest mehr Topspeed rausbekommen, wenn du das Getriebe ein bisschen kürzer stellst. Aber naja, braucht man nicht. Wird auch so erster. Boah, die Silhouette ist halt geil. Eieiei. Oh. Wirklich ein schöner Wagen. Wirklich ein wunderschöner Wagen. So, Setup hochladen. Machen wir natürlich. Ich würde sogar sagen, das könnt ihr auch online verwenden. Ihr müsst halt bedenken, online, ihr habt den Heckantrieb. Das ist in Forza immer noch ein Nachteil. Aber wenn ihr ihn fahren könnt, dann könnt ihr damit auch sehr, sehr schnell sein. Und dabei würde ich es belassen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus.